Wen begrüße ich jetzt? Tim Elschner von der Wählervereinigung Leipzig. Was ist denn die Wählervereinigung? Ich meine, wir gehen ja sowieso alle 4 Jahre zur Wahl oder alle 5 Jahre. Die Wählervereinigung ist ein Zusammenschluss von Bürgern, die gesagt haben, trotz dass wir kritisch mit den etablierten Parteien sind, haben wir den Spaß an Politik nicht verloren und wollen uns in dieser Wählervereinigung aktiv in die Kommunalpolitik in Leipzig einbringen. Das heißt, ihr kandidiert? Wir haben kandidiert und wir haben auch ein gutes Ergebnis erreicht bei den Kommunalwahlen. Wir haben 3% erreicht und erstmals 2 Stadträte. Aha. Und worin seht ihr eure Aufgabe, wenn ihr mit den etablierten Parteien nicht, also wie wollt ihr den Kontra geben? Also ich meine, es geht ja nur über die Demokratie. Also ich meine... Genau, in unserem Wahlprogramm haben wir auch 3 große Ziele artikuliert oder versucht zu artikulieren. Wir möchten einen neuen Politikstil hier in der Stadt. Wir möchten, dass es ein Mehr an Miteinander gibt, auch wenn es natürliche Auseinandersetzungen gibt. Wir möchten vor allen Dingen mehr und eine effektivere Bürgerbeteiligung. Und wir möchten, und das setzt es voraus, ein transparentes Rathaus, das es möglich macht, dass Bürger wohlinformiert auch teilnehmen können bei dieser Bürgerbeteiligung. Was heißt, euch gefällt am derzeitigen Politikstil nicht, dass Sie sich im Rathaus einschließen? Das ist doch jeden Tag offen. Das ist eben nicht so offen. Es fehlt zum Beispiel ein Informationsrecht. Ich habe nicht die Möglichkeit als Bürger, wenn ich nicht betroffen bin, in Akten einzusehen, um mir möglicherweise ein Bild zu machen. Auch bekomme ich nicht detaillierte Informationen. Na, um welche Akten geht es denn? Ich meine, ihr guckt doch nicht in die Personalakten da... Es geht nicht um Personalakten, aber es wäre doch mal meinetwegen interessant, wie viel Geld verbraten wird durch Rechtsstreite, die möglicherweise nötig oder eben nicht nötig sind. Und vielleicht könnte man da an der einen oder anderen Stelle etwas einsparen oder Kritik besser artikulieren. Aha, und persönlich geht er nicht vor und sagt also jetzt hier, Herr Stadtrat XY hat das und das? Wir haben in der Vergangenheit eine Reihe von Einwohneranfragen auch gestellt, immer zu den Ratsversammlungen. Die sind weitgehend auch in der Ratsversammlung beantwortet worden. Da aber die Einwohneranfragen stark zugenommen haben, hatte der Stadtrat zum Beispiel entschieden oder klargestellt, dass für die Beantwortung nur noch eine halbe Stunde Zeit ist. Und somit kommt es immer häufiger vor, oder kam es in den letzten halben Jahr immer häufiger vor, dass die Einwohneranfragen nicht mündlich beantwortet wurden, sondern schriftlich. Und insofern ist es bedauerlich, dass dadurch keine Öffentlichkeit hergestellt werden konnte. Wo kann ich euch denn finden? Also ich meine, wenn ich jetzt mein Anliegen habe und sage, das passt mir nicht und ich möchte mich an euch wenden? Wir treffen uns immer am letzten Mittwoch zum sogenannten Politisch. Der ist meistens... Was, ein Politisch? Ein Politisch. Die anderen nennen ihn Stammtisch. Wir nennen ihn Politisch. Und meistens treffen wir uns in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Da darf ich vielleicht einen kleinen Schwenk machen. 1997 wurde nämlich die Wählervereinigung von Mitgliedern aus der Volkssolidarität gegründet. Und die Wählervereinigung Leipzig nannte sich damals noch Wählervereinigung Volkssolidarität. Und Gründungsmitglied war dort nämlich die Irmhild Mummert, die heute Seniorenbeirätin noch ist. Und die wollte die Wählervereinigung dann auch breit öffnen. Ja. Und deswegen kam dann 2002 der Name Wählervereinigung Leipzig. Das heißt, ihr seid ein Verein, der sich besonders um das ältere Publikum kümmert? Eben nicht. Deswegen, früher war es die Volkssolidarität. Und um uns breiter aufzustellen, und wir haben mittlerweile sehr viele junge Leute auch in der Wählervereinigung, das hat also geklappt, indem wir uns Wählervereinigung Leipzig genannt haben, um auch zu sagen, es sind nicht nur die Alten, sondern wir wollen auch die Jungen und wir wollen ein Miteinander. Und insofern ist der Jüngste 23 und der Älteste 73 oder 74. Aha, und welche Initiativen gibt es nun zwischen den Wahlperioden? Ich meine, Parteien müssen ja auch so präsent sein, wenn ihr im Stadtrat seid, muss ich euch ja auch irgendwie mal auf einer Straße oder bei Bürgerfesten oder hier beim Markt für Demokratie, dann ist es okay, aber wo finde ich euch sonst? So, wir haben jetzt 2 Stadträte und... Ja, die müssen präsent sein, richtig, also die müssen Bürgerzeit sind einmal klar. Präsent und wir haben natürlich
damit wir auch Mehrheit, stärker wahrgenommen werden, auch im Rathaus selbst, sind wir zur grünen Fraktion gegangen. Das heißt, also wir sind dort und hoffen natürlich jetzt auch, dass wir auch künftig durch die Arbeit unserer Stadträte im Stadtrat weiter verstärkt wahrgenommen werden. Und natürlich die Teilnahme heute hier zum Beispiel am Markt der Demokratie, wo wir uns eben für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz eben einsetzen. Also ich finde euch dann zur nächsten Kommunalwahl oder zur nächsten Stadtratswahl auf den Wahlzetteln. Auch bei der letzten hatte man uns schon gefunden. In allen Wahlkreisen. Und auch bei der nächsten wird das so sein. Ich muss ja sagen, bei diesen langen Listen guckt man sich doch nicht alles durch. Ich meine, jetzt müssen die Kandidaten ja sowas von präsent sein, dass ich die auch wahrnehme. Und das war ja auch meine Frage, wo ich euch sonst noch finde. Also man hat von uns viel gelesen in der Leipziger Internetzeitung. Man hat von uns aber auch gelesen in der LVZ. Und ich denke, ein Blick auch auf unsere Homepage www.wv-leipzig.de, da kann man sich informieren, auch zu unseren Veranstaltungen gerne kommen, die immer angekündigt werden. Also Internetauftritt unter www.wählervereinigung-leipzig.de? wv-leipzig.de. Ja, Wohlverhalten kann das auch heißen. Also ich meine, kann man sicher drüber streiten. Gut, wir können euch finden. Ich bedanke mich bei der Wählervereinigung Leipzig.